Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Mausakrobat und habe heute für euch eine neue Folge von Advanced Gameplay Bad Chat dabei. Wir befinden uns das erste Mal auf der Map Heiliges Tal, einer Map, die ich bis jetzt noch so gar nicht vorgestellt habe, und von daher würde ich ganz gerne mit euch am Anfang mal so ein paar kritische Punkte der Map durchgehen. Vielleicht als erstes mal so die Heavy Gasse, wenn man sie denn so nennen darf. Wenn ihr mit euren Heavys fahrt, dann wollt ihr häufig genug in diesen Bereich da vorne rein. Nur worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr hier vorbeifahrt, fahrt hier zügig vorbei, denn gegnerische Mediums mögen es, vor allem aus dieser Position hier, euch schon in der Vorbeifahrt zu spotten. Und wenn Arty so wie jetzt im Game ist, dann habe ich das schon gesehen, dass hier in diesem Bereich die ersten Arty-Schüsse auf euch einschlagen. Gerade wenn ihr in einem sehr langsamen Panzer wie dem E100 der Maus oder auch im Achterbereich dem KV-4 unterwegs seid, dem STI. Das sind alles so Panzer, die Arty sehr gerne als erstes hier beschießt, wenn denn ein Medium oder ein Light sich bereit erklärt, da vorne an der Ecke zu spotten. Von daher seht zu, dass ihr hier schnell vorbeikommt. Am besten erstmal nur bis zu diesem Bereich hier, und zwar ganz einfach aus diesem Grunde, weil die gegnerische Arty meistens bis hier vorne an die Ecke schießen kann, also in diesem Bereich. Solange ihr euch hier an dieser Ecke aufhaltet, steht ihr eigentlich in der Regel Arty safe. Wenn es gar nicht anders geht, fahrt noch bis hier vorne hin. Je nachdem, wie überlegen euer Team ist an Heavys und wie viele mit euch mitkommen hier in die Heavy-Gasse, könnt ihr hier aggressiv sein oder dass ihr als quasi defensive Position nutzen. Hier kann man sich einigermaßen stark zurückfallen lassen, und das Gute ist, wenn ihr hier diese Ecke haltet und euch hier zurückfallen lasst, dann kann eure Arty von hier unten hier reinschießen. Hier diesen Bereich wird eure Arty nicht unter Feuer nehmen können. Von daher versucht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid unterlegen, nur bis hier zu fahren, und behaltet vor allem immer die Minimap im Auge, weil ihr könnt hier relativ gut durch diese Position umfahren werden und dann von hinten attackiert. Von daher, das müsst ihr immer so ein bisschen im Auge behalten. Wenn euch das Ganze zu unwohl ist, dann müsst ihr euch noch ein Stück weiter zurückziehen, und wenn ihr hier in der Überlegenheit seid, dann pusht hier rum. Manchmal habt ihr auch Mediums, die euch hier oben unterstützen. Das sind dann relativ häufig Mediums mit einer sehr hohen Gun Depression wie dem STB-1 oder auch manchmal dem E50M, die sich hier gerne in dieser Ecke mit euch zusammen duellieren. Ja, so viel erstmal vielleicht zur Heavy-Ecke. Gehen wir mal einmal ganz kurz über die gesamte Map dahin, wo ich sagen würde, das ist so der klassische Medium-Treffpunkt. Das ist hier oben diese kleine Ortschaft, ganz im Südosten. Hier ist es häufig so, dass sich die Mediums treffen oder auch TDs, die ganz gerne dann hier runter in die Base schießen. Die fahren auch ganz gerne hier hoch. Hier ist es so, wenn ihr mit der Badget unterwegs seid, fahre ich hier nicht so gerne hoch, weil ihr das Problem habt, ihr seht es schon selber, es ist sehr verwinkelt und ihr habt halt immer das Problem, dass ihr auf kurze Distanz kämpfen müsst, und das ist so eine Sache, die mag ich mit der Badget nur, wenn das gesamte Gegnerteam gespottet ist und ich ganz genau weiß, wo welcher Panzer sich befindet, beziehungsweise ich erahnen kann, wo sich welcher Panzer befindet. Dann nutze ich auch die Möglichkeit, hier oben in diesem kleinen Dörfchen zu kämpfen. Ansonsten bin ich kein Freund davon, mit der Badger hier hochzufahren. Ihr könnt hier gut mit dem STB arbeiten, ihr könnt hier gut mit den Russen-Mails arbeiten, dem Objekt 140, dem T-62 Alpha. Das sind so Panzer, die das mögen, hier auch auf kurzer Distanz zu brawlen. Die Badger, ehrlich gesagt, nur dann, wenn schon angeschlagene Panzer da sind oder ihr wisst, dass ihr in der Überzahl seid. Ich fahre ganz gerne mit meiner Badget hier in die Mitte. Ich bespiele ganz gerne das Zentrum, weil man hier einfach die größten Sichtstrecken hat und man relativ flexibel auf die Situation reagieren kann. Ihr könnt zur Not hier in dem Bereich bei den Heavys unterstützen. Ihr könnt aber auch zur Not hier aus der Mitte Targets rausnehmen. Vielleicht schon hinten TDs spotten oder den Hill von der anderen Seite angreifen. Mein Lieblingsbusch, die meinen Stream schon häufiger geschaut haben, das ist der hier. Von hier kann man relativ gut Sicht präsentieren. Dadurch, dass die Badget auch ein sehr flaches Profil hat, könnt ihr hinter dem Busch auch komplett safe gehen, beziehungsweise die komplette Tarnung nutzen. Und dann hat man das häufig, dass man hier hinten in dem Bereich schon die ersten TDs spottet, vielleicht auch Heavys unter Feuer nehmen kann, die sich dann doch hier in dem Bereich oder hier in die Mitte aufmachen, hier in
und ihr von hier spotten könnt. Das sind so Möglichkeiten. Ich mag diese Position sehr gerne. Und man kann sich hier relativ einfach zurückfallen lassen, dann hier in den Bereich, um hier erstmal safe zu Artisafe zu gehen und dann weiter in der Mitte zu kämpfen. Vielleicht auch Panzer, die unvorsichtig sind, hier oben auf dem Plateau unter Feuer nehmen. Also man kann hier eine ganze Menge mit der Badgett machen und man hat vor allem auch die nötigen Fluchtmöglichkeiten. Von daher spiele ich hier ganz gerne. Ich würde sagen, wir lassen das Spiel einfach mal laufen und gucken uns das Ganze an, wie sich das hier entwickelt. Ganz kurz zum Matchup vielleicht. Wir haben eine Siegchance von 48%, also ein relativ ausgeglichenes Match. Wir haben auf beiden Seiten sehr, sehr starke Zehner. Ich bin unterwegs mit meinem Buddy Dark Nero, der in seinem E4 hier spielt. Das Problem an diesem Setup, was wir jetzt im Zug haben, ist, dass wir nicht so richtig gut zusammenspielen können, weil er mit dem E4 höchstwahrscheinlich in die Heavy-Ecke fahren wird und ich mit der Badgett halt nicht so gerne in die Heavy-Ecke fahre, weil ich brauche nicht frontal mich mit einem E100 oder 2E5 anlegen. So, meine Position ist leider schon verbrannt, dadurch, dass sich die beiden Lights aus dem Gegnerteam dazu entschlossen haben, in die Mitte zu fahren. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt genau das, was ich gerade auch angesprochen habe. Ich versuche hier erstmal mich Artisafe zu stellen und hier meinem T71 zu helfen. Vielleicht dann doch schon den Bulldog zu klären. Ihr müsst halt hier ganz besonders aufpassen, dass ihr hier keine Sideshots bekommt von da oben aus diesem kleinen Dörfchen, wo jetzt der T49 aufgetaucht ist. Von daher ziehe ich es vor, jetzt hier an den Stein ranzufahren. Hier können wir schön den Bulldog tracken, kriegen noch ein bisschen Unterstützungsschaden und der Bulldog ist raus. Jetzt können wir uns vielleicht dem T49 widmen. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz eine Pause, um mal was zu zeigen, was ich euch bitte, vielleicht noch weiter im Auge zu behalten. Diese IS-7 hält es nicht für nötig, hier mit in die Heavy Ecke zu fahren, sondern fährt hier oben in das Dorf rein und wird sich auch im Folgenden nicht so richtig mit Ruhm bekleckern, wenn ich das so sagen darf. Wir werden uns das Ganze mal weiter anschauen. Ich für meinen Teil finde die IS-7 hier völlig fehl am Platz, ganz einfach, weil ihr hier, wenn die Mediums hier in dem Bereich sind, von Mediums auseinandergenommen werden könnt. Jetzt ist es so, dass der Leopard schon hier aufgegangen ist und hier oben nur noch als 10er Medium ein Objekt 140 präsent ist. Nichtsdestotrotz, die IS-7, wir werden es auch gleich sehen, die wäre hier viel nötiger gewesen, weil hier dann doch eine relativ große Übermacht dann an Panzern aus dem Gegnerteam kommt. Der Leo mit einer großen Gun Depression ist hier schon hochgefahren und versucht hier quasi Sideshots auf unsere Heavy-Panzer zu bringen und auch zu verhindern, dass die Heavys hier weiter drücken. Die machen das aber ganz richtig, bleiben hier erstmal im Artisafen-Bereich. Ja, das hier auch nicht so gut. IS-3 und VK in der Mitte, in einem 10er-Gefecht und die beiden als Low-Tier dann so. Ah, wir bouncen auf dem T49. Ja, die beiden Heavys, die machen halt den Fehler, dass sie jetzt hier schon aggressiv pushen. Finde ich persönlich nicht so gut, weil sie halt, wie gesagt, Low-Tier sind und sie können relativ easy, wenn sie denn gespottet sind, von dem Objekt 140 hier rausgenommen werden. Jetzt auch noch der Panzer 58 Mutz da. Wir haben unser komplettes Magazin leider auf den T49 verschossen und haben ihn jetzt nicht bekommen. Von daher wollte ich euch ganz kurz andere Dinge zeigen. Das ist natürlich jetzt eine super ungünstige Situation. Der Tiger 2 kann auf sie schießen. Alles, was hier, Objekt 416, Objekt 140. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir die beiden so ein bisschen entlasten, weil die sich selbst in eine Situation gebracht haben, aus der sie jetzt schlecht so ohne weiteres rauskommen. Wir haben jetzt gleich nachgeladen und müssen mal schauen, ob wir vielleicht den Tiger 2 rausnehmen. So, wir sind gespottet vom Tiger 2. Aber nichtsdestotrotz widmet er uns erstmal keine Aufmerksamkeit. Jetzt tracken wir ihn leider. Aber mit dem vierten Schuss können wir ihn dann rausnehmen. Ich entscheide mich hier jetzt an der Stelle dazu nachzuladen und mache jetzt nochmal ganz kurz Pause. Ihr habt es gesehen, wir haben jetzt hier einiges an Panzern verloren. Wir haben schon ein E5 verloren. Das wird jetzt hier langsam ein bisschen kritisch. Wir haben jetzt hier nur noch den E100 und mein Buddy im E4. Und hier drücken gerade sehr, sehr schwere Panzer rum mit dem Jagdpanzer auf E100. Der T30 ist auch in dem Bereich, der Leopard, der M103. Die beiden E5 sind hier in dem Bereich. Ja, von daher, das ist jetzt hier ein ziemlich schlechtes Matchup. Von daher müssen wir jetzt zusehen. Wir können jetzt hier nicht wirklich unterstützen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir diesen Bereich hier unterstützen, aufräumen, dass wir vielleicht hier von hinten nochmal ein paar Shots bringen. Unser T71 macht das ganz richtig. Der kümmert sich, hat die Chance erkannt und kümmert sich um die Arti. Ich lasse das mal weiterlaufen. Ah, der Leopard ist zurückgefahren. Das sehen wir jetzt gerade. Von daher ist das jetzt so unsere Chance, uns um den Leopard zu kümmern. Und wir haben auch gesehen, dass er angeschlagen ist. Und das wäre jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir es hier schaffen, ihn vielleicht rauszunehmen.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Er hat jetzt den T71 rausgenommen. Ah, er kommt zurück. Das ist natürlich ungünstig. Wir sind noch am Nachladen. Er kann uns für 402 eine mitgeben. Aber jetzt haben wir nachgeladen und sollten es jetzt schaffen, ihn hier eigentlich rauszunehmen. Erster Schuss, Treffer. Zweiter Schuss, auch ein Treffer. Leider schafft er es nochmal, uns da durch die Nische noch einen mitzugeben. Wir haben jetzt hier ja schlecht getradet. Wir haben ihm 400 HP abgezogen und er hat uns mal eben kurz 800 HP abgezogen. Aber dafür sind wir ihn jetzt los. Es steht 8 zu 8. Das Spiel ist relativ eng. Mal schauen, ob wir jetzt vielleicht hier das Objekt 140 rausnehmen können. Erster Treffer. Zweiter Treffer und raus. Und jetzt hier noch ein Schuss auf den Mutz vielleicht. Ja, super. Wir haben das Objekt 140 rausgenommen, den Leopard 1. Von daher, unsere schlimmsten Feinde für das Late Game sind schon mal raus. Wir konnten hier auch noch dem E50 helfen, ja, den Mutz anzugreifen. Und der WZ 131 hat ihn dann letztendlich rausgenommen. So, ich mache nochmal kurz auf Pause, um jetzt vielleicht die Entwicklung dieser IS-7 hier nachzuvollziehen. Die IS-7 ist jetzt den ganzen Weg hier hochgefahren, hat hier oben nichts geleistet, weil die Mediums sich haben hier nicht blicken lassen. Jetzt fährt sie hier einfach runter. Vielleicht schauen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz aus der Freecam an. Sie steht jetzt hier in einer wunderschönen Heildown-Position. Die Arti ist schon längst tot, um das mal so zu erwähnen. Ich weiß nicht, was man von hier bekämpfen kann. Ich glaube, er zielt sogar in den Stein. Also er steht jetzt hier auf einer wunderschönen Position. Wenn ihn jemand hier von der Seite spottet, dann wäre das ein easy Target, ihn hier schön mit Schüssen in sein Heck rauszunehmen. Ich weiß nicht, was in den guten Mann gefahren ist, was er für einen Auftrag hat. Aber wir werden auch im späteren Verlauf noch sehen, dass er einiges falsch macht. Ja, lassen wir es mal kurz weiterlaufen. Ich möchte nur, dass ihr das so ein bisschen im Auge behaltet, weil mit solchen Teammates habt ihr immer zu tun. Und er ist immerhin hier Top-Tier-Heavy. Hat es zugelassen, dass mein Buddy und der E100 da drüben rausgenommen worden sind. So, jetzt haben wir hier einen E5, der durch die Mitte brettert. Das ist natürlich ein Ziel. Das müssen wir bekämpfen. Der Jagdpanzer auf E100, der kann erstmal nichts machen, außer unseren Ru angreifen. Der Ru hat aber wahrscheinlich die Möglichkeit, da noch wegzukommen. Und spottet den Jagdpanzer schön für unsere Arti. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier den E5 möglichst zügig aus der Mitte rauskriegen. M103 war auch noch irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Wir kümmern uns erstmal um den E5 und können den E5 rausnehmen. Und da ist der M103 dem E5 hinterhergefahren. Ich versuche hier einen Schuss noch anzubringen. Leider hat uns der M103 getroffen und wir müssen jetzt hier schauen, dass wir hier wegkommen. Ah, wir fangen uns sogar noch ein vom M103. Das ist jetzt maximal ungünstig. Wir haben noch 210 HP. Und mein Plan war es jetzt hier in dieser Situation, den T30 aus unserem Cap rauszuholen. Die M53 jetzt ein wunderschöner Schuss, auch wenn ich das nicht so gerne sage über Artis, wunderschöner Schuss auf den Jagdpanzer auf E100. Unser Ru capt schon die ganze Zeit durch. Und ich habe keine Ahnung, was hier Kollege IS-7 macht. Vielleicht schauen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz an. Einmal kurz hingeflogen. Nur um mal, ihr werdet das auch später noch sehen, was ich damit meine. Ich will euch nur kurz zeigen, er hilft noch nicht mal beim Cappen, damit wir das Match hier schnell gewinnen. Er steht hier hinten in diesem Bereich, leider ist er jetzt durch uns nicht zu sehen, aber er steht hier hinten in diesem Bereich und macht gar nichts. Er steht hier einfach nur und macht gar nichts. Es ist noch ein T30, der ist bei uns im Cap, und ein M103 in der Mitte, der sich gerade mit unserem E50 duelliert, und die IS-7 steht da hinten nicht mal cappend und macht gar nichts. So, mein Plan, wie gesagt, war es jetzt, den T30 noch rauszuholen, aber dadurch, dass der M103 gerade mit dem E50 beschäftigt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Ru das jetzt hier durchgecappt bekommt und wir dieses 48% Match dann doch für uns entscheiden können. Ja, wir haben gewonnen. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, Schaden auszuteilen auf den T30, aber das soll nicht so schlimm sein. Wir haben das jetzt hier, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um den Jagdpanzer auf E100, den hat unsere Arti rausgenommen und von daher konnte der M103 dann zum Schluss auch nichts mehr ausrichten und der T30 war auch zu langsam im Cappen. Wir hätten ihn sicherlich mindestens noch einmal decappen können. Schönes Match, zweiter Klasse, 2820 Basiserfahrung, da war auch unser Tagessieg. 62.000 Credits plus gemacht, beziehungsweise 62.600. In der Teamscore sieht das wie folgt aus. Wir durften den meisten Schaden austeilen, wir haben sogar noch einen blind getroffen. Ich glaube, das war der T49. Wir haben 4.200 Schaden gemacht, 4 Kills.
abgeräumt. Wir haben auch die meiste Erfahrung gemacht. Unser Buddy im E4 hatte leider nicht so ein gutes Gefecht. Wir konnten ihn da nicht so richtig unterstützen. Und die eigenen Panzer sind in dem Bereich leider viel zu schnell draufgegangen. Von daher ist er nicht dazu gekommen, sonderlich groß Schaden auszuteilen. Aber immerhin lang genug die Gegner da aufgehalten, sodass wir in der Mitte arbeiten konnten. Das ist manchmal halt auch Gold wert. Jetzt hier kurz zur IS-7. Ihr seht's. Null Treffer. Ein Schuss abgegeben, wohin auch immer. Er hat nichts getroffen, hat keinen Schaden ausgeteilt, hat auch selber keinen Schaden bekommen. Er ist also die ganze Zeit full life da hinten. Im Prinzip hat er nichts anderes gemacht, als Sightseeing zu machen. Und wenn ihr so einen Spieler in so einem 48% Match dabei habt, das führt halt häufig genug auch dazu, dass ihr das verliert. Wenn ihr meinetwegen einen kleinen Fehler macht und jetzt nur 3000 Schaden ausgeteilt hättet, dann wäre das Spiel vielleicht auch ganz, ganz einfach verloren gegangen, weil diese IS-7 sich halt einfach null an diesem Gefecht beteiligt hat. Ja, im Gegnerteam waren es eigentlich nur Achter, die jetzt hier keinen Schaden gemacht haben. Die Zehner haben alle irgendwo ihren Schaden eingebracht. Der Jagdpanzer hier ein sehr, sehr starkes Spiel mit dem Leo zusammen. 3700 Schaden, 3000 Schaden. Die beiden E5 auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Der eine 3200 Schaden, der eine zumindest 2300 Schaden, der T30 und der M103 auch Schaden ausgeteilt. Von daher, so eine Totalausfälle wie hier, die IS-7, die könnt ihr nicht jedes Mal verkraften. Das war jetzt sehr, sehr knapp. Auch Gott sei Dank, dass unser E50 hier noch ein richtig starkes Spiel gemacht hat. Im detaillierten Report sieht das wie folgt aus. Wir haben unseren ganzen Schaden auf Nahdistanz gemacht. Wir haben jetzt nicht sonderlich Unterstützungsschaden bekommen, aber wir haben dafür Ziele rausgenommen, vier an der Zahl. Haben jetzt hier leider, weil wir so viel Treffer einstecken mussten und weil wir Kaffee als Premium-Consumable nutzen, minus 3000 Credits gemacht. Ohne Premium-Account wären das sogar minus 23.000 Credits gewesen. Von daher, ich kann immer nur wiederholen, holt euch den Premium-Account, wenn euch eure Credits und eure Zeit lieb sind. Ja, dadurch, dass ich die Badge mit Kaffee fahre, halt hier minus 20.000 und dann nochmal das kleine Rap-Kit minus 3.000. Nichtsdestotrotz, ich fahre meine Credits mit anderen Panzern ein. Wenn ich meine Badge positiv fahre, bin ich umso glücklicher. Ansonsten fahre ich halt hin und wieder mal meine Premium-Tanks und gerade alles, was sich so zwischen 6er und 8er bewegt, da mache ich eigentlich auch ausschließlich Plus mit, weil ich da auch keine Premium-Consumables verwende. Das Spiel hat gerade mal 5 Minuten 32 gedauert. Ich glaube, wir hatten den Einfluss, den wir brauchten in diesem 48%-Spiel, auch gerade um diese IS-7-Leistung so ein bisschen auszubügeln. Wenn euch das jetzt geholfen hat oder gefallen hat, vielleicht mal so ein paar neue Ansätze für euer Medium-Spiel, wenn ihr nicht so gerne hoch auf den Hill fahrt oder in die Heavy-Gasse, dann hoffe ich, dass ihr mal so ein paar neue Ideen bekommen habt, wie man auch spielen kann auf Heiliges Tal, wie man vielleicht auch so seine Sichtweitenvorteile ausnutzen kann. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Würde mich auch über jeden neuen Abonnenten riesig freuen, der mir hilft, diesen Channel weiter voranzutreiben. Ansonsten auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Haut rein!